Ich froh wir nicht am Matschepfudel. Matschepampe sind nicht gut für Vögel. Jetzt! Ich hab ihm! Ich ihm verpasst. Ja, aber ich nicht. Sieht aus wie Zahn. Wie dein Zahn, Chomper. Mein Zahn? Auf dem Boden? Aber mein Zahn muss doch hier in meinem Mund sein. Du ganz recht, aber dieser Zahn hundertprozentig nicht in deinen Mund. Mein Zahn! Hast du Schmerzen? Nö. Denkst du, ich krieg welche? Ich bin sicher, alles wird gut. Gut? Gut? Was kommt dann? Ein Arm? Ein Bein? Mein Schwanz? Nicht mein Schwänzchen. Oh nein, was passiert mit mir? Ich niemals nicht gehört von Zahn, das ausgefallen. Niemals? Niemals? Also ich schon. Wenn ich du wäre, würde ich nicht so sehr an meinem Schwanz hängen. Oh, aber ich glaube, Chomper hängt sehr, sehr an seinem Schwanz. Japp, japp, japp. Das ist wahr. Das tue ich. Aber mit einem Zahn fängt es an. Und ehe du dich versiehst, bist du nur noch Haut und Knochen und fällst auseinander. Ich möchte nicht auseinanderfallen. Ganz egal, was du möchtest. Denk an meine Worte. Wenn die Nacht anbricht, bist du nur noch ein Haufen Knochen. Moment! Wie kriege ich denn meinen Zahn wieder zurück in meinen Mund? Wenn Schafzähne bei uns leben würden, könnte ich sie ja wegen der Zähne fragen. Was ist mit Ruby? Ruby? Sie hat keinen einzigen Zahn. Aber sie hat im geheimnisvollen Jenseits gelebt und da gibt's jede Menge Schafzähne. Vielleicht hat sie sowas schon mal gesehen. Ach, meint ihr? Mhm. Ruby weiß sehr viele Sachen. Oh ja, das tut sie. Vielleicht sie macht Zahnfest. Aber sie ist nicht hier. Und was ist, wenn sie vor Einbruch der Nacht nicht zurück ist? Dann zerfalle ich in 1000 Stücke. Dann müssen wir sie eben finden, bevor das passiert. Das wird natürlich nicht passieren. Aber wir wissen doch nicht, wo der Matschepampepfuhl ist. Hey, Chomper ist guter Schnuffler. Vielleicht erfolgt Rubis Geruch. Ich kann's ja versuchen. Im Dreck rumzusitzen ist doch verrückt. Da zu stehen und nur zuzusehen ist genauso verrückt, Zera. Das stimmt. Ich sehe euch nicht mehr zu. Da lang. Bist du dir ganz sicher? Tria da hingeging? Das sagt mir meine Schnüffelnase. Dann gehen wir auch da rein. Das ist aber komischer Ort für Entspannung. Also ich könnte mich hier niemals entspannen. Nein, nein, nein. Ach, was soll's, ist halb so wild. Autsch, irgendwas Petrige beißt. Ach du Digger, die nur ein Summstechling. Ich glaub nicht, dass der gut schmeckt, Chomper. Schön scharf. Sieht aus, als hättest du dem Stechling Angst eingejagt. Oh nein, er kommt wieder zurück. Und er hat alle seine Freunde mitgebracht. Weg! Ach, das ist
ist ja sowas von langweilig. Dabei könnte ich jetzt mit den anderen Spaß haben. Stechlinge uns nicht erfolgt. Dann sind wir in Sicherheit. In Ordnung? Mit euch? Habt ihr das Gerippe gesehen? Es hatte keine Zähne mehr. Keine Sorge, Chomper. Du hast ja noch deinen Zahn. Vielleicht kann Ruby dir helfen, ihn wieder festzumachen. Aber nicht, wenn wir sie nicht finden. Meine Schnüffelnase hat uns in die Höhle geführt. Oh nein, vielleicht fällt ja meine Nase als nächstes ab. Hey, warum habe ich da nicht schon früher dran gedacht? Klettern wir auf den Ausguckfelsen. Großvater hat gesagt, von da oben kann man das ganze große Tal sehen. Wir haben fast geschafft! Wir haben fast geschafft! Chomper, vielen, vielen Dank. Kein Problem. Chomper! Puh, das war knapp. Nichts passiert. Oh nein, mein Zahn! Nein, Chomper, nicht! Du willst doch nicht runterfallen, das würde ganz doll wehtun. Du bist der Beste. Du bist mitten durch den Himmelsschaum geflogen, Petri. Wie mutig. Ich? Mutig? Ja, mutig und tapfer. Manchmal ich Angst vor mich. Seht mal, der Matschepampe fuhr gleich hinter dem dunklen Sumpf. Das leicht gefindet. Hier sind ganz schön doll stinkerig. Ja, der Duft ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Japp, japp, japp. Ich nicht dran gewöhnen. Jetzt wäre es gar nicht so schlecht, wenn ich meine Nase verlieren würde. Der stinkert. Ey! Oh nein, Versinkungssand! Chomper, komm schnell raus oder der Sand wird dich nach unten ziehen. Ich versuch's ja. Los, Chomper, halt dich fest! Nimm beide Hände, Chomper! Nein, ich darf meinen Zahn nicht verlieren! Schon! Pack zu! Ich kann nicht! Dann verliere ich doch meinen Zahn! Du
Du bist viel wichtiger als der Zahn. Aber ich kann doch kein Schafzahn ohne meinen Schafzahn sein. Oh, ich daran nicht gedenkt. Chomper, lass deinen Zahn los und pack meinen Schwanz. Bitte. Hilfe. Ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Ich auch. Und ich erst. Aha. Aber mir geht's nicht gut. Mein Zahn ist für immer weg. Wie kann ich ein Schafzahn ohne den Schafzahn sein? Uns ist es egal, ob du einen scharfen Zahn oder keinen Zahn hast. Ja, genau. Du wirst immer unser Freund sein, Chomper. Ganz egal wie. Und wenn Vater Dreihorn recht hat und ich auseinanderfalle? Der Matschepampe-Pfuhl ist hinter diesen Bäumen. Vielleicht fällt Ruby ja irgendwas ein. Aber Chomper möchte nicht auf seinen Zahn verzichten, selbst wenn er im Versenkungssand ist. Ich bei Chomper bleib. Ihr gehen und findet Ruby und die anderen. Danke, Petri. Wir sind gleich wieder mit Ruby zurück. Schnellen Flitzer mit einem Stachelschwanz und zwei Dreihörnern gesehen? Oh, Halli Hallöle. Was macht ihr denn hier, Leute? Zera, bist du das? Zera, wir müssen Ruby finden. Es ist ganz wichtig. Oh, na dann mir nach, Freunde. So, da wären wir. Ruby! Wir haben dich den ganzen Tag gesucht. Jap, jap, jap. Ah, ich war die ganze Zeit hier. Das heißt, ich bin immer hier. Denn wo ich bin, da ist auch hier. Chomper braucht deine Hilfe. Ganz in der Nähe. Komm mit. Folg uns einfach. Jap, jap, jap. Ihr solltet euch wirklich mal entspannen. Da ist er schon. Alles in Ordnung, Chomper? Nö, mein Zahn ist weg. Für immer! Was? Ihr habt unseren Entspannungstag gestört für einen Zahn? Einen Zahn? Da versuche ich einmal, mich zu entspannen und dann kommt ihr daher und stört mich? Na, wir sind erleichtert, dass Chomper nicht ernsthaft verletzt ist. Nicht verletzt? Ich falle auseinander! Habt ihr schon mal einen Schafzahn gesehen, dem ein Zahn fehlt? Hä? Oh ja. Ich habe das öfter gesehen, als ich sagen kann. Wirklich? Aber ja, Chomper, du wirst alle deine Zähne verlieren. Alle Zähne? Normale Schafzähne verlieren ganz normal ihre Zähne. Also wenn du deine Zähne verlierst, dann bist du ein ganz normaler Schafzahn. Ich bin ganz normal? Los, gib mir mal deine Klaue. Fühlst du das? Siehst du, das ist ein neuer Zahn. Ein neuer Zahn? Ja, ein neuer Zahn. Und dieser neue Zahn bleibt dann, bis du alt bist. Wirklich? Kannst du meinen neuen Zahn schon sehen? Da. Noch nicht. Aber ich möchte mir deine Zähne auch nicht von so nahem ansehen. Wie ist es jetzt? Da. Erst regen sie sich wegen der Matschepampe auf und dann wegen eines Zahns. Und jetzt stehen sie selber in der Matschepampe. Hey! Ich hab dich auch vermisst, Ellie. Wir haben uns lange nicht gesehen. Oh ja.
Und, wie geht's dir? Hast du viel erlebt? Wollen wir Fangen spielen oder Wasserspritzen an einer Wasserstelle? Oder vielleicht verstecken? Egal, was du willst, wir spielen es. Stimmt's, Littlefoot? Ja, genau. Los, komm! Ellie! Was ist denn, Ellie? Komm schon! Hey, Ellie! Eigentlich habe ich einen neuen Freund, mit dem ich spiele. Das geht klar. Der kann auch mitkommen. Ich glaube nicht, dass Red das will. Er will nicht mit uns spielen? Wer ist dieser Red überhaupt? Ich bin Red. Na und? Ich bin Zera und das ist Littlefoot. Wir sind Ellies alte Freunde. Sag's ihnen. Red ist ein mutiger Dino. Aber er spielt nicht mit Kindern, die er nicht kennt. Das klingt aber nicht sehr mutig. Was du nicht sagst, Lilliput. Mein Name ist Littlefoot. Na und? Ich bin Red, der tapfere Retter. Der Held der Herde, der Schafzahnangsteinjager. Der Held der Herde? Der Schafzahnangsteinjager? Die Schafzähne, die wir gesehen haben, haben nicht mal Angst vor Feuersteinen, Erdrütteln oder rauchenden Bergen. Geschweige denn vor kleinen Langhälsen. Aber vor mir schon. Erzähl ihnen alles von deinen Abenteuern, Red. Während ihr an Muttis Schwanzzipfel hängt und im großen Tal in Sicherheit seid, bin ich im geheimnisvollen Jenseits und beschütze meine Herde. Bleib zurück! Red der Retter macht das schon! Wir hatten Angst vor diesen fliegenden Steinen. Ein anderes Mal war die Herde auf der Flucht. Bringt euch in Sicherheit! Ich lasse nicht zu, dass sie euch etwas tun! Das war echt knapp. Wer es glaubt, wird selig. Wenn's doch stimmt. Ich habe auch mal mit meinem Schwanz einen steilen Steinhang gebaut, über den die Schafzähne nicht rüberklettern konnten. Heute gibt's kein Fressen für euch. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Wir können weitergehen. Tja. Sowas habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Ich glaube, wir haben genug gehört. Das waren doch nur Geschichten. Warst du denn dabei, als diese Dinge passiert sind, Ellie? Nein. Das war, bevor unsere Herden sich vereinigten. Und du glaubst wirklich, dass er einen Steinhang mit seinem Schwanz gebaut hat? Während er von Schafzähnen angegriffen wurde? Also, der Steinhang war eigentlich schon fast fertig, aber den Rest habe ich allein gebaut. Seht ihr? Er hat ihn fertig gebaut. Ein Steinhang? Das ist ziemlich schwer zu glauben. Ihr seid doch nur neidisch, weil ihr keine Steine mit eurem Schwanz rollen könnt. Los, komm, Zera. Ich glaube, wir sind nicht mutig genug, um mit Ellie zu spielen. Wollen wir Rettung spielen? Von mir aus. Ich könnte ja Ellie noch mal sagen, dass Red sich diese Geschichten nur ausdenkt. Gut und schön, aber wenn sie dir wieder nicht glaubt? Was, wenn Red dich mit Schwanzschlägen haut? Wir müssen Ellie zeigen, dass Red nicht so tapfer ist, wie er behauptet. Ja, ich würde gern mal sehen, was Red macht, wenn ein richtiger Schafzahn auftaucht. Wartet mal. Was ist, wenn wir dafür sorgen, dass er einem richtigen Schafzahn gegenübersteht? Was? Du willst einen echten Schafzahn in unser großes Tal bringen?
Ich weiß nicht, ob dieser Plan wirklich ein guter Plan ist. Für meinen Plan will ich einen Schafzahn benutzen, der schon lange hier ist. Schafzahn hier in Großes Tal? Ja, er ist genau unter uns. Du meinst mich? Aber Chomper ist nett. Das ist er, das ist er. Wir wissen, dass Chomper nett ist, aber das weiß man nicht, wenn man nicht weiß, wie nett er ist. Und Ellie und Red sind Chomper bisher noch nicht begegnet. Richtig. Und so wird die Sache ablaufen. Chomper jagt uns und tut so, als ob er ein furchteinflößender Schafzahn wäre. Dann läuft Littlefoot zu Red und sagt, du musst uns vor dem Schafzahn retten. Wenn Red dann ängstlich wegläuft, wird Ellie sehen, dass er nur geflunkert hat. Seht ihr? Wenn wir es richtig anstellen, wird es funktionieren. Ich kann sehr gut ängstlich schreien. Japp, japp, japp. Oh, ich auch sehr gut in ängstlich sein. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Komm schon, Littlefoot. Das ist ein steinstarker Plan. Was kann denn da schon schiefgehen? Tja, was hältst du davon, Chomper? Ich glaube, das wird mir Spaß machen. Na ja, solange niemand verletzt wird. Hier wird niemand verletzt. Wir tun doch nur so, als ob es gefährlich ist. Also schön, packen wir es an. Bereit? Und los! So geht das nicht. Ihr müsst tun, als ob ihr Angst habt. Und du musst furchteinflößend klingen, klar? Jetzt seid doch mal ernst, Freunde. Nochmal von vorn. Er hungrig, mir angstig klingt. Und ich bin noch viel ängstlicher, Rara. Hilfe! Jemand muss uns vor ihm retten. Perfekt. So, und jetzt kommt dein Auftritt, Littlefoot. Los! Versuchen wir es noch einmal von vorn. Los, komm, spielen wir Rettung. Schon wieder? Wollen wir nicht lieber Fangen spielen oder verstecken? Hä? Oder im Wasser rumplanschen? Wir spielen Rettung. Los, ruf um Hilfe. Hilfe! Du klingst irgendwie anders. Das war ich auch nicht. Das war jemand, der wirklich Hilfe braucht. Schnell, rette ihn, Red! Hilfe! Er hungrig, mir angstiglich. Und ich bin noch viel ängstlicher, war ja, ja. Wir brauchen Hilfe, jemand muss uns retten. Wer verfolgt euch? Wer hat Hunger? Na, der da! Ein Schaufzahn! Worauf wartest du noch, Red? Mach schon, rette uns! Los, Red! Wir müssen sie retten! Rettet euch doch selber, ich verschwinde! Was ist hier los? Wir wollten dir zeigen, dass Red gar nicht so mutig ist, wie er immer behauptet. Das Ganze war nur ein Spiel. Aber der Schafzahn, wo kommt der her? Oh, entschuldige, Ellie. Das ist Chomper. Hi, Ellie. Ich wollte dir keine Angst einjagen.
Ihr seid mit einem Schafzahn befreundet? Oh, jap, jap, jap. Champa und Ruby leben in den geheimen Höhlen. Naja, das ist eine lange Geschichte. Und eine Sache ist sicher, wir haben keine Angst, mit Champa zu spielen. Na, was meinst du? Willst du mit uns spielen? Ja, natürlich. Ich glaube, Red ist doch nicht so mutig, wie er immer behauptet. Wo ist er eigentlich hingerannt? Ist er? Wir müssen den gefährlichen Schafzahn aus dem großen Tal verjagen! Auf ihn! Wir müssen Champa retten! Aber wir können die Herde nicht stoppen. Oh nein, nein, nein. Wir müssen es versuchen. Flieg hoch und halt Ausschau, wo sie hinlaufen. Wir sehen ihn. Er nah bei die große Steinwand. Gut, dann nichts wie hin. Der Schafzahn? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ein Schafzahn? Er ist ein Schafzahn. Wen interessiert, ob er spricht? Der muss ja weg. Uns bleibt nichts anderes übrig. Älteste! Warte! Champa ist unser Freund. Er lebt hier. Er könnte nie jemandem wehtun. Aber er hat euch doch gejagt. Ihr habt um Hilfe gerufen. Sie wollten mir nur zeigen, dass Reds Geschichten bloß Märchen sind. Was soll denn das bedeuten? Er hat erzählt, dass er seine Herde vor vielen Schafzähnen gerettet hat, bevor wir ihn getroffen haben. Oh. Red, komm mal her. Oh. Ja? Hast du diesen Kindern etwa Flunkergeschichten erzählt? Ist schon gut, Red. Ja, das hab ich. Tut mir leid. Hört mal, das ist eine ernste Angelegenheit. Seht ihr, was passiert, wenn ihr euch gegenseitig reinlegt? Ja. Ist schon klar. Für euch war das vielleicht ein Scherz, aber ein Schafzahnangriff ist alles andere als lustig. Es tut uns allen wirklich sehr leid, Älteste. Und was dich betrifft... Ja? Ich weiß nicht, wie du so viele Freunde hier im großen Tal finden konntest. Aber es ist eine gute Sache. Langhälse, mir nach! Hey, Red. Wollen wir Fangen spielen? Aber alle meine Abenteuer waren doch erfunden. Das heißt nicht, dass wir nicht neue Abenteuer erleben können. Na komm schon, Red. Worauf wartest du noch? Oh, ihr seid wirklich die Schärfsten. Alles klar, Spikey. Du bist dran. Was ist mit ihm los? Oh, es ist so furchtbar zu sagen. Mir nicht glaubt das.
Spikey, bist du etwa krank? Oh, alles klar. Du hast die roten Baumsterne gegessen. Er die krabbeligen Baumsterne geäst. Und? Jeder weiß, man nicht esst krabbelige Baumsterne. Krabbelige Baumsterne Unglück. Jeder das weiß. Niemand weiß das. Die habe ich schon mal gesehen. Sie sind selten und ganz süß. Aber sie bringen kein Unglück. Spike nicht! Gib mich, Unglücksbaumstern! Seht ihr? Ich gefällt nur, weil Spike Baumstern geäst. Deshalb bist du nicht gefallen. Jetzt hör mal, Petri. Wenn Spike keine krabbeligen Baumsterne mehr isst, hörst du dann auf, über Unglück zu plappern? Nein, dann noch nicht gut. Mein Onkel Tyranno kennt Blattfresser, die geäst das und dann Unglück bekommt. Onkel Tyranno, der erzählt doch laufend verrückte Geschichten. Mir weiß, aber ich muss immer daran gedenkt. Dann versuch an etwas zu denken, woran du nicht denkst. Zum Beispiel? Wie wär's mit einer anderen Geschichte? Ruby kann tolle Geschichten erzählen. Jap, jap, jap. Oh ja. Wie wär's denn mit einer Geschichte aus dem geheimnisvollen Jenseits? Chomper und ich waren unterwegs zum großen Tal. Und Rotklaue versuchte, uns aufzuhalten. Igitt, was ist das für ein Gestank? Also, ich rieche gar nichts. Aber dein Schnüffler schnüffelt mehr als mein Schnüffler. Igitt, das ist ekelig. Da, Schlimmer als von Rotklaue verspeist zu werden? Dann folge mir, ich laufe vor. Überrascht von dem Wasserstrahl, dass er uns in Ruhe gelassen hat. Augenblick mal. Du willst mir weismachen, dass einfach so Wasser aus dem Brunnen gesprudelt ist? Du hast ja vielleicht eine Fantasie, Ruby. Aber ich hab's auch gesehen. Ja, na klar. Es gibt Dinge, die musst du erst sehen, damit du weißt, dass du sie gesehen hast. Hä? Willst du etwa mit uns ins geheimnisvolle Jenseits gehen, um uns sprudelndes Wasser zu zeigen? Nein, Zera. Obwohl es gar nicht so weit bis ins geheimnisvolle Jenseits ist. Ja, es ist gleich hinter dem wuchernden Gras. Ich würde gern das Wasser sehen, das in den Himmel hüpft. Jap, jap, jap. Das würde ich auch gern sehen. Na schön, von mir aus sehen wir uns dieses Wasser an, was springen und sprudeln soll. Ich kann es kaum erwarten, das springende Sprudelwasser zu sehen. Jap, jap, jap. Tja. Stimmt was nicht, Ruby? Ich weiß nicht. Diesen Baum hier, naja, den hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Verirrt. Wir verirrt. Das Spike schuld, er Unglücksbaumstern geäst.
Wie können wir uns verirren, wenn wir zu einem Ort gehen, den es gar nicht gibt? Augenblick, wir müssen da lang gehen. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Siehst du, Petri? Uns passiert nichts Schlimmes. Du brauchst keine Angst vor dem Unglück zu haben. Bis hierhin war Reise ganz gut. Vielleicht Unglück sich verirrt anstelle von uns. Vielleicht wir haben gute Reise. Ist schon gut. Das ist wahrscheinlich nur ein... Schnell, weg von dem Feuer! Beeilt euch! Jetzt glaubt an die Unglück, hä? Vielleicht sollten wir umkehren? Himmelsfeuer gibt's immer und überall. Aber wenn ihr Angsteier zurückgehen wollt, bitte soll mir recht sein. Ich dafür. Also, ich bin kein Angstei. Petri, Riesenangstei. Ich zu Riesenangstei, um allein zurückgefliegt, das mal sicher. Hey, wartet auf mir! Autsch! Irgendwas Schlimmes passiert? Nein, alles bestens. Weiter geht's. Littlefoot, du läufst irgendwie anders als sonst. Keine Sorge, es geht schon. Wir würden uns keine Sorgen machen, wenn wir wüssten, worüber wir uns nicht sorgen sollen. Ich bin auf einen Erdstachel getreten. Oh nein, nein, nein! Shh. Es tut wirklich nicht sehr weh. Aber wenn Petri das rausfindet... Dann wird er denken, dass das Unglück für das Unglück verantwortlich ist. Seht ihr? Spike nicht sollte Unglückspflanzen essen. Nein, Petri, du solltest nicht immer vom Unglück reden. Das ist nicht gut. Hä? Das alles Schuld von Spike! Überraschungshimmelswasser gibt's immer und überall. Und der Himmelsschaum von vorhin sorgt dafür, dass jetzt Himmelswasser runterfällt. Das immer noch... Können wir uns nicht an einem trockenen Plätzchen unterhalten? Seht mal, das Wasser hüpft und sprudelt. Wenn Ruby sagt, dass es hüpfendes, sprudelndes Wasser gibt, dann glaube ich ihr das auch. Und ich möchte es gern sehen. Wir gehen nirgendwo hin bei all dem vielen... Himmelswasser? Hä? Hey, die große helle Scheibe kommt hinter dem Himmelsschaum hervor. Dann werden wir auch das sprudelnde Wasser sehen. Japp, japp, japp. Immer noch glaubt das hier kein Unglück? Was dachtest du denn? Aber mehr sollte jetzt nicht passieren. Das Himmelswasser hat den Schlamm weggespült. Das ist alles. Aber warum hatten wir das Himmelswasser? Und die Himmelsfeuer? Himmelsfeuer, Unglück! Außerdem hast du einen Erdstachel in deinem Fuß. Was? Erdstachel? Das ist ja große Unglück. Danke, Ducky. Aber wir hatten auch Glück im Unglück. Die Matschlawine hat uns bis zum Ende vom wuchernden Gras gebracht.
Na dann, sind alle bereit? Na klar, so ich glaube ja. Nein. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Glaub mir, alles wird gut, Petri. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Gleich sind wir da, wo wir hinwollen. Ich glaube, sie hat recht, denn ich riech da irgendwas ganz Komisches. Es ist nur halb so schlimm, wenn man erstmal die Stinkelöcher passiert hat. Hier riecht's ziemlich übel. Jap, jap, jap. Ich sehe immer noch kein sprudelndes Wasser. Wow. Jap, jap, jap. Wartet's ab. Gleich werdet ihr sehen, was ihr noch nie gesehen habt. Na, glaubst du jetzt, dass es das hüpfende Sprudelwasser gibt, Zera? Was war das? Spike? Er ist ja voller Matschepampe. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Jap, jap, jap. Oh. Wie das stinkt. Oh, nein. Oh, oh, Spike. Die Stinkelöcher haben dich stinkig gemacht. Noch schlimmer als sonst. Seht ihr? Unglück! Dieser Tag verflucht von Anfang! Na los, machen wir ihn sauber. Bleib da stehen. Was ist? Stinkt er immer noch so furchtbar doll? Die Matschepampe ist ab. Huh. Oh. Ach, er noch stinkerig. Unglück. Naja, was soll's. Wir müssen jetzt sowieso nach Hause. Egal, wie weit er hinter uns ist. Ich kann ihn immer noch riechen. Von jetzt an alle hören auf Petri. Petri, richtig. Spike macht Unglück, wenn er krabbelige Baumsterne geäst. Weißt du, Petri, ich... Thank you.
Sie sind abgehauen. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Oh doch, du weißt es, Chomper. Scharfzähne haben einen empfindlicheren Geruchssinn als wir alle. Wir konnten den Gestank nicht aushalten, aber Rotklaue hat ihn gehasst. Oh, danke, danke, Spikey. Danke, Spike. Oh, Spike, großes Glück, dass du in Stinkemutter reingefallen bist. Moment mal. Zuerst war es Unglück und jetzt ist es Glück? Es war gar kein Glück. Er hat einfach nachgedacht. Stimmt, Spikey? Irgendwann ist immer das erste Mal. Unglück, großes Glück, mir sind egal. Hauptsache wir sicher. Vielen Dank, Spikey.